Eckhart Feddersen hält die Situation des Filmens in seinem kleinen Arbeitszimmer im Skizzenbuch fest. Dieses Homeoffice in Berlin-Zehlendorf ist auch Konzentrat eines erfolgreichen Berufslebens. Ich heiße Gerald Blomeyer und ich bin seit 40 Jahren befreundet mit einem Architekten, Eckhart Feddersen. Du bist ja bekannt gewesen als Architekt, der viele Objekte gebaut hat. Auch Objekte, die für Sozialeinrichtungen und auch Krankenhäuser gebaut hast. Du hast mir eben erzählt, dass du zum ersten Mal in deinem Leben im Krankenhaus warst und dann noch in einem, das du selber gebaut hast. Also ich war im Krankenhaus in der Parkinson-Klinik in Behlitz-Heilstätten. Und das Witzige ist daran, die Behlitz-Heilstätten, die sind normalerweise uns allen geläufig als prunkvolle 19. Jahrhundert-Gebäude. Das ist ein ganz anderes Gebäude von Egon Eiermann. Und ich habe bei Eiermann noch die ersten Vorlesungen meines Lebens gehört. Und Egon Eiermann hat eine Art barackenähnliche, einfache Holzkonstruktion mit einem Zinkklinker verkleideten Äußeren gebaut und im Inneren unendlich lange Gänge erzeugt. 30 Meter. Und du hast auch da gebaut? Ja, ich hatte das Glück, dass mich der Professor Eberswar, der diese Klinik nun aufgebaut hat, mal fragte, was ich denn davon hielte, ob ich nicht mal vorbeikommen würde. Habe ich getan und fand das ganze Gebäude so steril und todlangweilig, dass ich darum gebeten habe, von Eiermanns Schwarz-Weiß-Syndrom abzugehen und Farbe in die Bude zu bringen. Das habe ich gemacht. Da waren alle ganz zufrieden. Und nun habe ich witzigerweise das erste Mal in einem Krankenhaus ausprobieren dürfen, wie man sich in einem Krankenhaus wirklich fühlt, obwohl ich vorher schon einige Krankenhäuser gebaut hatte. Und wie hast du dich da gefühlt? Also ich muss sagen, das hängt natürlich immer davon ab, was man auch in ein Krankenhaus reinkommt. Ich bin nun nicht mit einer lebensgefährlichen, sondern nur mit einer lebenslangen Krankheit, einer unheilbaren Krankheit dahin gekommen. Das ist der Parkinson. Und wie ich mich gefühlt habe, muss ich sagen, das erste Mal so viele Menschen mit der gleichen Krankheit zu sehen und dabei vorgeführt zu bekommen, wie viele Spielarten diese Krankheit hat und was einem selbst noch blüht. Das ist schon einerseits etwas erschreckend und andererseits hat es mich beruhigt, so viele Menschen doch auch noch in wirklich anständigem Menschsein zu begleiten oder mit ihnen einer von ihnen zu sein, die sich damit abgefunden haben, dass sie nicht mehr gesund werden können in diesem Leben, aber doch vieles dazu tun können, um das Leben anständig und schön zu machen. Du hast seit 14 Jahren diese Krankheit. Ja. Und dein Krankheitsverlauf, sagte dein Arzt dir, ist anders, weil du anders vorgegangen bist. Wie bist du denn damit umgegangen? Also der erste Teil, dass ich, sagen wir mal, sehr viel anders damit umgegangen wäre, der ist wahrscheinlich gar nicht so richtig. Was stimmt, ist, dass mir eine von mir sehr, sehr hochgeschätzte Ärztin aus der Charité sagte, naja, Sie haben ja schon vorgearbeitet. Mit 10 Jahren beim Marathon laufen ist wahrscheinlich die beste Vorbereitung auf die Krankheit. Und damit hat sie irgendwo recht. Ich bin tatsächlich relativ stabil und habe auch meine Bewegungsfähigkeit nicht in dem Maße eingebüßt, in dem manche meiner Mitpatienten jetzt doch waren. Du malst und du spielst Akkordeon, habe ich gehört. Ja, das Akkordeon. Das ist also wirklich, ich spiele es eigentlich. Ja, ich spiele es schon. Aber ich spiele auf einem Akkordeon, das hat nur 32 Bässe. Und wer Akkordeons kennt, weiß, dass das die kleinste Größe ist, die ist eigentlich nur für Schüler gedacht. Und das ist bei mir auch der Fall. Ich habe von 8 bis 11
in Lebensjahren, habe ich Akkordeon gelernt mit einem Lehrer, der einmal in der Woche kam. Und dieses kleine Akkordeon, das hatte dann ausgedient, weil ich fand damals mit 11 Gitarre viel schicker. Und das Akkordeon war schon damals irgendwie veraltet. Und nun, als ich nun mit meinem Parkinson eben auch merkte, dass ich meine motorischen Fähigkeiten etwas mehr beibehalten wollte, da habe ich dieses Instrument aus dem Keller geholt. Und das Witzige war, meine eigenen Kinder, alle jetzt 40 oder was, haben noch nicht gewusst, dass ich Akkordeon spielen kann. Ja, dann habe ich das wieder rausgeholt und das war gut. Und du malst auch. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Bei beiden ist man ja kreativ. Beide sind ja Kunst, wenn du so willst. Naja, das ist wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren in meinem Leben. Ich habe mehrere Begabungen. Und die habe ich auch alle zum Glück leben können. Das eine ist die Begabung zu zeichnen und malen. Das war immer eins in der Schule. Musik auch, immer eins. Und ich habe dann sehr viel gesungen. Und singen ist wahrscheinlich noch eine spezifische Begabung, wenn man musikalisch ist, dann seine Musikalität über das Singen auszuleben, ist wahrscheinlich noch wieder was anderes, als wenn ich eben ein hochkomplexes Instrument wie eine Geige oder eine Harfe spiele. Und eine weitere ist ganz sicher, dass ich mit Menschen gut kann. Und dass mich Menschen im Wesentlichen interessieren. In deinem Beruf ging es ja vor allen Dingen um Menschen und ja. Menschen zu dienen. Erzähl mal ein bisschen davon. Ich sollte Fischhändler werden und ich wollte Fischhändler werden. Mein Großvater war nämlich Fischhändler. Meine Mutter hatte einen Fischladen nach dem Krieg wieder aufgebaut. Das war unser Leben. Das Geld, was abends bei uns abgeliefert wurde von den Verkäuferinnen und dann auf einem kleinen Tablett von uns Kindern mitgezählt wurde, das roch nach Fisch. Und ich war auch sehr stolz darauf, als Junge mit den Lastwagen meines Großvaters nach Kiel, Hamburg, Cuxhaven, nach Dänemark fahren zu können und sogar noch einen Klassenkameraden mitnehmen zu können und dann die Nächte durch Fisch zu holen. Und so viele Leute, die bei uns arbeiteten, waren stolz auf ihre Arbeit. Mit meinem Großvater war es ein richtiger, wie soll man sagen, richtiger Feldwebel auch auf seine Art. Da konnten sie alle ganz gut mit und er war lustig und er hatte auch immer einen Schnack drauf, aber war sehr, sehr durchsetzungsbetont. Und der Sohn, der war im Krieg gefallen. Und ich habe also auch von dem schon etwas mitbekommen, nämlich den zweiten Namen. Ich heiße Eckhard Walter. Und Walter, so hieß der mein Onkel, also sein der Sohn meines Großvaters. Und als der nun tot war, haben sie natürlich irgendwie einen Nachfolger gebraucht. Und ich kam zum richtigen Augenblick, auch noch als Junge, zur Welt. Das war natürlich für mich im Leben schon eine ganz gute Voraussetzung, voranzukommen, weil ich habe immer das Leben als etwas Angenehmes, Leichtes empfunden. Man muss kämpfen, aber es ist immer im Grunde genommen für einen. Aber es hat nichts mit Kunst zu tun. Ja, das war ja, mein Großvater konnte auch schon, der kritzelte alle Zeitungsränder voll, wenn er telefonierte. Und ich habe das auch gemacht. Ich kritzel überall. Ich bin ein Kritzelmännchen. Ich habe einen Lehrer gehabt, der in der Oberschule mich von der ersten bis zur letzten Klasse begleitet hat in einem Zeichenunterricht und im Musikunterricht ebenso. Beide haben mich gefördert. Bei beiden, ich konnte immer machen, was ich wollte. Meine Eltern haben auch alles bezahlt und zugelassen, was ich gerne wollte. Ich habe also erst Akkordeon gelernt, dann kam Gitarre dran. Dann musste natürlich Klavier noch ran, 3 Jahre. Dann habe ich eine Trompete gelernt und habe im Posaunenchor in Husum
zum Neujahrsfest immer vom Turm geblasen, mit kalten Fingern, im eisigen Wind. Ich habe sie jedenfalls gespielt, aber eins, das beste Instrument, was also mich die ganze Zeit, was ich leicht mit rumtragen konnte, das war die Stimme. Und ich habe also immer gesungen, war dann auch als Sopran, habe ich bereits in der Husumer Kirche Solo gesungen. Irgendwann hast du eine Lehre begonnen. Ja, eine Lehre habe ich also zwar begonnen, indem ich in einem Zimmereibetrieb gearbeitet habe und das auch als sehr wohltuende, tolle Arbeit empfunden habe. Ich habe es dazu gebracht, immerhin, dass der Meister Clausen, immer angesprochen wird, Meister, dass der mir einen kleinen Trupp zum Ausbau in Dächern anvertraut hat. Und ich war ja nur nicht gelernt oder hatte nichts gelernt, sondern ich war schon da ein kleiner Anführer von drei Leuten, die dann im Ausbau machten. Wie alt warst du da? 17. Sehr gut. Und wann bist du zur Architektur gekommen? Ha, das ist eine ganz andere Geschichte. Wie bin ich vom Fischhändler zur Architektur gekommen? Durch meine Mutter, die hat einen Architekten geheiratet. Meine Mutter hatte das Geld zusammengearbeitet mit ihrem Fischladen, dass ich ein Haus bauen konnte. Ich hatte einen Vater, der gewalttätig war, der Kommunist war, der verachtet wurde von der Gesellschaft damals in Husum, der die Husumer SPD mitgegründet hat, also politisch äußerst aktiv war, sonst ein fauler Hund. Und von dem ließ sich meine Mutter mit sehr vielen guten Gründen scheiden und lebte zunächst also mit einem Dienstmädchen zu Hause alleine. Und meine Mutter suchte dann natürlich einen Mann für sich wieder. Und da hat dieser Architekt, der auch frisch in Husum angefangen hatte als Architekt, die beiden haben sich dann verliebt. Und wurde 1954 war die Hochzeit zwischen den beiden. Und ich habe auch da Glück gehabt. Dieser Mann ist mir doch ein Vater geworden. Ich habe erst natürlich, wie es immer in solchen Fällen ist, meine Mutter schützen wollen vor anderen Männern, ist doch klar. Aber dann habe ich gemerkt, dass der in mein Leben gar nicht so eingreift, wie ich das befürchtet habe. Und er hatte ein Büro, noch gar nicht lange, mit vielleicht 4-5 Leuten in Husum. Es war aber damals schon das bekannteste und renommierteste in Husum. Er war auch im BDA. Jedenfalls, ich ging dann natürlich oft in die Fabrik mit dem Fisch. Und Fisch stinkt. Und Fisch ist kalt, der liegt nämlich immer im Eis. Und er fängt ganz früh an, morgens um 5. Und da habe ich gedacht, das machst du auch nicht. Das fand ich bei meinem Vater dann viel besser. Der hatte ein Büro, schön warm, geheizt, mitten in der Innenstadt. Und die hatten auch weiße Kittel an, damals noch für die Fischverkäufer. Aber es war eben ein ganz anderer Schlagmensch. Und die hatten dort diese alten, schönen, wunderbaren, zu drehenden Rechenmaschinen. Mit diesem Hebel, der dann immer einrastete und krack sagte. Und das fand ich toll. Und ich durfte also da auch immer hinkommen. Und dann bin ich mit 12 oder 12,5 zu meinem Großvater gegangen und habe zu ihm gesagt, Opa, ich will doch kein Fischhändler werden, ich werde Architekt. Und das habe ich damals wirklich ernst gemeint. Nach dieser Phase, wo du dich entschieden hast, als Kind Architekt zu werden, gibt es ja einen Teil, wo du dann die,
Zimmermannslehre gemacht hast und dann tatsächlich ein Architekturstudium begonnen hast. Mhm. Wann war das und wo war das? Also das war ganz normal. Man beendete ja die Schule mit dem Abitur und ich habe also 1966 Abitur gemacht. Da war ich 19 Jahre alt und ging dann im gleichen Jahr, ich musste nicht zur Bundeswehr, ging ich nach Karlsruhe zum Studium und habe dort auch in ganz zügiger Weise dann das Vordiplom dort gemacht. Karlsruhe hat mich etwas, sagen wir mal, gelangweilt. Ich hörte immer von anderen Städten, wo zu der Zeit schon richtig ein bisschen was los ist, das war dann 67 oder so. Die Unterrichtung in Karlsruhe war zum Teil also wirklich von einer solchen Unterwürfigkeit den Assistenten und den Professoren gegenüber geprägt, dass ich das nicht abkonnte. Fand ich ekelhaft. Und es ist mir dann auch mal gelungen, in einer Sitzung der Fakultät, wo eigentlich wir nach Meinung der Professoren gar nicht zugelassen werden sollten, teilzunehmen und den Professor Tschira dann so zu reizen in dieser Sitzung, dass er mit einem Krückstock auf den Tisch haute und den Saal verließ und sagte, das lasse ich mir von diesen jungen Schnösern nicht bieten. Du warst ein wilder Architekturstudent. Hat man dich dafür rausgeschmissen? Nein. Du bist freiwillig gegangen. Ja, ich wollte dann aus Karlsruhe weg. Also mir war das zu langweilig da und ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwo anders die Musik spielt, das wollte ich nicht. Und deswegen bist du nach Berlin gekommen? Ja, das ist ein kleiner Umweg. Also ich habe ja einen Umweg über Amerika gemacht. Und der Umweg war auch ganz nötig für mich, denn ich wusste, ich musste mich irgendwie freistrampeln. Okay. Und nicht nur dadurch, dass man sich eine neue Ideologie zulegt, sondern eben, indem man tatsächlich ein Leben lebt, das freier ist. Und da habe ich dann auch die entsprechenden Frauen dazu kennengelernt. Die haben mich auch noch mal ein bisschen frei sein lassen und frei gehen lassen. Und das hat hingehauen. Hat mir Spaß gemacht. Also da diese Freiheit hast du in Karlsruhe vorher nicht gelebt? Ja, also ich hatte eine Freundin schon in Husum, die ging dann nach Sindelfingen. Und diese Freundin, die hat für mich sehr große Bedeutung gehabt. Vielleicht drei Frauen in meinem Leben waren das, die diese Bedeutung hatten. Sie war die eine davon. Und die war 11 Jahre älter als ich. Und das war damals ein richtiger gesellschaftlicher Skandal. Meine Eltern sind auf meine Abitursfeier nicht gekommen, weil ich mit dieser Frau auf meine Abitursfeier ging. Und das hat mich satt und das wollte man nicht mehr. Ich wollte dann eben als raus, mal ganz raus aus Deutschland auch. Und deshalb Amerika war mein Befreiungsort. Okay, und jetzt kommst du als neu erfundener oder neu gefundener Mann, kommst du dann nach Berlin. Ja. Wie hast du dich denn hier eingelebt? Wen hast du denn kennengelernt? Wie war das Architekturstudium? Also, ich hatte in Karlsruhe ja so ein ganz bisschen das Gefühl, dass es noch eine Schule ist. In Berlin war es das Gegenteil. In Berlin war zu der Zeit kein einziges Seminar an der TU mehr so, dass ich dachte, das hätte noch was mit Architektur zu tun. Das waren Skripte, die wir verfassten oder die alle vorher verfassten hatten. Die besorgte man sich dann, die Skripte, die schrieb man ab. Aber dieses Lernen auch, das in dem Sinne, dass man etwas Intus kriegte und das behielt, war in Berlin auch ganz anders. Hier wurde immer erst gefragt, was willst du denn machen? Und das kam immer der leichteste Weg raus. Was wolltest du denn machen? Ich wollte gerne ein erfolgreicher Architekt werden, zu dem Zeitpunkt schon. Und habe dann also auf zwei Gleisen gefahren. Und das ging gar nicht gut. Ich war einer von den Leuten, die als Abtrünniger von der linken Bewegung in der Fakultät für Architektur diskriminiert worden. Und ich bin selbst nur noch mit Magenschmerzen jeden Morgen dahin gegangen, obwohl ich eine gute Assistentin, ich hatte eine Tutorenstelle am Lehrstuhl Düttmann. Ich hatte dann anschließend 1971 hatte ich bereits eine
Assistentenstelle für 3 Jahre mit Anteil für die Doktorarbeit. Den habe ich nie erfüllt, den habe ich einfach nur gelebt. Und bin dann zwischen Berlin und Amerika hin und her gejudelt. Und ich wollte so gerne in Amerika das machen, indem ich also eine Zeichnung oder mehrere Zeichnungen, die ich da gemacht hatte für Rettungshäuser für die Dritte Welt, war ich dann in Amerika auf der Suche für einen Käufer für diese Ideen. Bin auch zu Douglas Aircraft hingegangen, bin also zu allen großen Gesellschaften, die damals sowas machen konnten. Ich wurde es aber leider nicht los. Ich bin dann, einem Architekturbüro im Süden der San Francisco Bay in San Jose habe ich gearbeitet. Was hast du da gelernt? Da habe ich gelernt, Studentenapartments am Pazifik zu entwickeln. Und ich habe die Leute dort kennengelernt als sehr, sehr schätzen, also Kollegen, die nur dann auf einen gut zu sprechen waren, wenn man ständig sozusagen für sie etwas leistet. Und das ist eine komische Geschichte gewesen. Als Architekt wusste ich ja ein bisschen, was gespielt wird durch meinen Vater und diesen ganzen Hintergrund. Und da war es so, dass da in den amerikanischen Architekturbüros eine so enge, strenge Hierarchie noch herrschte, wie in damals in Deutschland schon nicht mehr. Und gelernt habe ich aber da, was es heißt, festen Vorgaben zu folgen und trotzdem was Gutes noch rauszukriegen. Also die Vorgaben, meine ich, ein Raumprogramm in Amerika wurde auf ein Zehntel Zentimeter eingehalten. Sonst war man ein schlechter Handwerker. Und das lag daran, dass in Amerika die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden viel weiter im Vordergrund stand, schon während des ganzen Entwicklungsprozesses als bei uns. Wir hatten als Architekt, so meiner Meinung nach, auch noch eine größere Freiheit. Mit diesem Wissen bist du also zurückgekommen. Ja. Und dann hast du Wolfgang von Herder kennengelernt? An dem Lehrstuhl Dittmann. Okay. Der war da auch Tutor. Und ich hatte ja an dem Lehrstuhl auch Abitur, ein Diplom gemacht. Im Übrigen habe ich da auch noch Rudi Dutschke getroffen, am Lehrstuhl. Der kam da eines Tages rein in unseren Raum. Oder ich kannte eben damals auch noch sehr viele Leute aus der Studentenbewegung. Ich war eine Weile auch mal Sprecher der linken Assistenten an der TU. Aber jedenfalls lernte ich dort Wolfgang von Herder kennen. Wir machten gemeinsam unser Diplom fertig und dann wollten wir so schnell wie möglich Erfolg haben und selbstständig sein. Sehr gut. Und was habt ihr gemacht? Wir haben Wettbewerbe geschrubbt, Tag und Nacht. Und wir waren richtig erfolgreich. Also wir haben relativ schnell nur von Preisgeldern leben können. Wir hatten ja kein Büro, wir arbeiteten sozusagen als Küchenbüro im Schlafzimmer stellten wir einen Eiermann-Tisch auf und dann ging es los, Tag und Nacht haben wir geschrubbt. Und das war eine gute Geschichte. Das haben im Übrigen in dieser gleichen Phase sich ungefähr 10, 15 Büros in Deutschland entwickelt mit so jungen Leuten, die auch Partnerschaften waren. Bernhard Janssen, Scholz, Schultes, Müller-Rohde, Ganz Rolfes. Also ich könnte, wenn ich nachdenke, bestimmt 15 finden, die sich auch in dieser Partnerschaftsgeschichte dann hier bewegten. Alleine hätte man das nicht schaffen können. Dazu wäre einem zu früh der Atem ausgegangen und die Leistungsanforderungen waren zu hoch dafür. Aber wir waren diese kleine Truppe, die das also in meinem Leben auch schaffen wollte. Und es ging in Berlin so toll, weil Berlin war so schön subventioniert, dass man auch bei den Wettbewerben für Architekten feststellen konnte, dass wenn du dreimal nur einen zweiten oder dritten Preis gemacht hattest, dann wurdest du wieder eingeladen und konntest dich nochmal bewähren. Und wenn du eingeladen wurdest, das war der erste Ritterschlag. Und nicht nur sozusagen frei wähltest, dann wusstest du, wenn ich jetzt das wieder schaffe, in der Konkurrenz zu anderen, wieder gut dazustehen, dann hattest du plötzlich die Möglichkeit, einen Auftrag zu kriegen. Und das ist uns bei uns
wunderbare Lungen, also auch diese ganze Corona, die ich da eben auch aufgezählt habe, hat das in ähnlicher Weise erlebt. Erst haben wir kleinere Wettbewerbe gemacht, das ging gut. Wir kriegten das Geld, andere haben dann gebaut. Wir hatten ja keine Infrastruktur dafür. Und dann, als wir in die Gegend kamen, dass wir wirklich einen Wettbewerb gewinnen konnten, zu dem wir eingeladen waren, haben wir das alle, mein Wolfgang von Herrl und ich haben unser erstes Bauwagen, das muss man sich mal vorstellen. Da waren wir gerade mal 26. Da haben wir ein Bauvorhaben von 60 Millionen D-Mark damals als Auftrag bekommen, ohne dass wir ein einziges Haus gebaut hatten. Wenn man es heute einem mir erzählt, ich glaube es gar nicht. Und das ist vielen von uns so gegangen, dass wir dieses Zutrauen auch in den Verwaltungen hatten, lass die jungen Leute mal machen. Und was war das für ein Projekt? Das war das Oberstufenzentrum für Metalltechnik in Neukölln. Steht heute noch prächtig da. Ich muss sagen, ich bin immer zufrieden. Ich fahre da öfter noch vorbei. Sieht einwandfrei aus, gut restauriert. Riesengebäude, fünfgeschossig, Fertigteilkonstruktion, aber ganz früh geworden. Wo habt ihr die Qualität in der Architektur gelernt? Also das waren schon richtige Auseinandersetzungen untereinander. Die haben wir also auch, wir haben also von den Zeitschriften, die wir hatten, war eigentlich die Bauwelt ein Muss, weil man sich sozusagen das Alltägliche, da kam ja jede Woche eine Bauwelt raus. Ja. Und dann seid ihr offiziell dann zu einem Büro geworden mit diesem Projekt. Ja, wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir es gewannen, haben wir bei Wolfgang von Herder im Schlafzimmer zwei Eiermann-Tische aufgestellt gehabt und haben wir dann gesessen. Und dann gewannen wir das. Dann haben wir unser Büro, unser erstes Büro in einem Laden am Amsterdam-Platz aufgemacht. Und hing alles zusammen. Im selben Augenblick kam Christine Feireis und machte mit einer anderen Freundin zusammen eine Galerie auf. Das war zwei Häuser weiter. Und so sahen wir dann auch natürlich auch mehr von internationaler Architektur, als man meistens in Deutschland sah, dadurch, dass Christine Feireis da ihren Kram machte. Ich bin auch relativ früh dann in den BDA gegangen, beziehungsweise das war damals so, diese Gruppe, in der zu der wir uns auch zählten, die hingen alle ein bisschen an Grötzebach. Grötzebach war damals der führende Hochschullehrer, der so ein bisschen locker war und gleichzeitig allen möglichen Leuten Chancen gab, sich zu bewähren. Und wir trafen uns alle im BDA wieder, als er dann auch Vorsitzender war. Also zum Beispiel habe ich da zu der Zeit Fritz Bäumer, den habe ich oft gesehen. Und mit Fritz Bäumer habe ich auch sehr, sehr gern diskutiert. Da war genau die Linie, die ich auch verfolgte, nämlich für das normale Volk muss es sein. Es muss bezahlbar sein. Mhm. Es muss schick sein, aber es darf nicht viel kosten. Und dann, das war ja, der Düttmannsche Lehrstuhl hatte diese Unterabteilung mit dem Schulbau. Da waren mehrere gute Büros in Berlin, die alle erfolgreich waren. Und wir kamen dann eben auch in so eine Gruppe rein, die dieses Momentum ausnutzen konnte, um dann bei der IWA zu was zu werden. Da haben wir uns auch unheimliche Mühe gegeben, bei den Wettbewerben für die IWA, die dann ausgelobt wurden, mit vorne zu sein. Und siehe da, wir bekamen ein ganz schönes Bauvorhaben in der Linden-Ritter-Straße. Der erste Abschnitt war für 150 Wohnungen, für 6 Architekten. War ein hoher Anspruch. Ich habe die Koordination gemacht. Und da habe ich auch viel gelernt in der Kommunikation mit anderen Kollegen. Und es war ja kompliziert, weil der Bezirk hatte eine große Einheit. Es war alles dieser frühe Demokratisierungsprozess unserer ganzen Berufe. Die ganze Freiheit, die wir heute haben, zu sagen, was wir wollen und nicht einzuknicken nur weil da irgendwo eine autoritäre Struktur dahinter steckt. Das haben wir ja nicht getan. Also das ist im Prinzip das Positive an deinem rebellischen Studentengeist, dass du dich auch nicht von der Behörde hast runterkriegen lassen. Ja. Ja,
Obwohl ich später sagen muss, als ich das Thema mit der Baustellung 2000, im Jahr 2000, wo ich da dann der Vorsitzende dieses Komitees da wurde, da habe ich mir gemerkt auch, dass ich dem politischen Wesen nicht groß was abgewinnen konnte. Das habe ich zum Schluss gehasst. Die Menschen sind mir auch nicht ehrlich vorgekommen. Die haben irgendwie immer mit verdeckten Karten gespielt. Also das ist, das West-Berlin ist eigentlich deine Erfolgszeit dann. Erstmal in dieser Konstellation. Ja, also es kam, gut, das ist immer bei mir gar nicht so auf Anfang zu sehen. Ich hatte noch eine Karte, konnte ich immer spielen. Wenn es mir ganz schlecht ging oder dem Büro, dann rief ich bei meinem Vater an und sagte, hast du nicht mal einen kleinen Auftrag, wir müssen die 3-4 Leute noch auslassen, hast du nicht was zu tun, was du uns übergeben könntest. Dadurch haben wir dann auch geschafft, in Hamburg noch ein Büro aufzumachen mit 8 Leuten und haben dort Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau gemacht, wie in Berlin auch in Berlin, haben dort Bauleitung für Schulen, Kindergarten und für Bauen für Behinderte. Habe ich als erster Assistent an der Hochschule an der TU das erste Bauen für Menschen mit Behinderung barrierefrei habe ich gemacht. Und dann hast du weiterhin gute Freundschaften mit Männern und Frauen gehabt? Ja, kann man immer sagen. Das ist wahr. Ich mag ja Menschen. Mich interessieren oft Menschen viel, viel mehr als das, wenn die kommen auf mich zukommen und mir einen Auftrag geben wollen. Interessiert mich erstmal der Mensch. Wie groß der Auftrag ist oder so, das interessiert mich nicht. Also ich möchte gerne ein bisschen dahinter kommen und möchte eine Beziehung aufbauen können. Und mit Frauen ist das also auch was Besonderes. Denn sich zu verlieben und dieses ganze, die starke Gefühlsbeziehung zu haben, das war mir so, ich habe viele Frauen. Du hast von 3 Frauen, die wichtig waren in deinem Leben gesprochen. Ja, ja. Also ich habe ja die in der Zeit der Hochschule ganz am Anfang die Rote Zelle Bau mitgegründet. Es waren 6 Leute. Da war ich einer davon. Und wir galten so als die Rebel Rouser der Architekturfakultät. Und dieses war auch ein anderer Umgang zwischen Männern und Frauen. Diese Jahre in der Emanzipation von sich selbst in dieser Gesellschaft, da traf man ja auch dann Frauen, die noch andere Dinge suchten, aber auch eben so wild waren, will ich mal sagen. Und da hat es dann schon Dinge gegeben, wie da ging die Post ab. Dann hast du aber irgendwann mal deine Frau kennengelernt. Ha, Anna. Ja. Ich denke, das ist dann dein Übergang von diesem wilden Revolutionär zu einem, wie soll man sagen, gut situierten Architekten. Ja, also es ist so, wir haben uns kennengelernt bei einer Gelegenheit im Neujahrsfest von, das war exakt 1974. Da war ich gerade aus Amerika wieder da, erwartete meine Freundin aus Amerika, die kam nicht. Und auf einem Abend in der Bleibtreustraße traf ich jetzt diese Frau und ging dann irgendwie, die fand ich toll. Und sie mich nicht. Und dann habe ich da eine Weile wie eine Karte hinterhergestiefelt. Und durch meine Singerei und sonst was, das, glaube ich, hat sie überzeugt. Dann kam die erste Tochter und dann die zweite und dann die dritte. Ja. Das hat dein Leben verändert und dann musste das Büro natürlich was ganz anderes an Sicherheit für dich und deine Familie produzieren. Hanna hat mich verändert. Hanna war schon mal verheiratet gewesen, hatte sich dann getrennt, lebte alleine in Friedenau. Und Hanna hat mich zu einem, sagen wir mal so, anständigen Menschen gemacht. So, ich war mehr verträglich. Ich war nicht ständig so aufbrausend. Und ich war auch nicht so durchsetzungsbetont wie. Bei ihr hatte einen eisernen Kern
Aber der ist sehr verpackt bei ihr, sehr liebevolle Art. Und diese Art, die hat mir gezeigt, dass ich mit meinem Aggressionstrieb, will ich das wohl mal nennen, viel weniger gut ankomme, als wenn ich das ein bisschen zurückfahre. Und sie hat mich zu einem sehr viel wacheren Menschen gemacht. Ich habe ja vorher gedacht, ich bin allein auf der Welt, ich hau mal zu, nach dem Motto. Aber das hat sie dann mir gezeigt, dass ich das doch mit einer sehr viel differenzierteren Haltung machen kann und der Menschen immer mir so gut gefallen haben in der Auseinandersetzung. Und ich das auch brauchte, habe ich dann plötzlich mehr Anklang gefunden. Wurde sympathisch, auf Deutsch gesagt. Und vorher war der Sympath immer mein Partner. Und so langsam kriegte ich dann auch den Dreh. Und ich wurde dann in unserer Beziehung der Außenminister, wenn man so will. Und das war ich von Anfang an ein bisschen, aber das wurde immer stärker. Und diese Was ist der Vor- und Nachteil davon, Außenminister von einem Architekturbüro zu sein? Ja, wenn man es überhaupt so teilen soll, eigentlich sagt man ja, man müsste als Partner völlig berechtigt, jeder kann alles. Aber so ist es ja nie. Jeder kann das, was er kann, selbst am besten. Und wenn er es nicht merkt, dass er im Unterschied zu anderen dort einen Fund hat, dann ist er schön dumm. Und denn in Wirklichkeit ist es meiner Meinung nach immer so, jeder ist in sich eine sich immer mehr rundende Persönlichkeit. Immer wieder kommen Informationen dazu, die dich verändern. Und da glaube ich, Wolfgang von Herder war eben auch eine Bremse von mir. Er hat mich gebremst. So wie Hanna mich auch gebremst hat. Die haben mich im Zaum gehalten. Und das war gut so. Gut, also du hast mal die Beziehung zu Wolfgang von Herder als Ehe bezeichnet. Ja. Und nach 30 Jahren beschloss er, diese Ehe aufzulösen. Ja. Wie ging es dir? Das war der schrecklichste Augenblick in meinem Leben. Ich habe immer sehr viele Freundschaften gegeben. Und dass er mich von einem Tag auf den anderen nach 30 Jahren so an die Wand gefahren hat, dass er eben mit diesem jüngeren Partner, den wir reingenommen hatten ins Büro, um unser Alter zu finanzieren, wenn man so will, und zu übernehmen, dass der hinter meinem Rücken mit dem absauste sozusagen, das hat mich tief getroffen. Und damit bin ich auch schlecht klargekommen eine Weile. Schlechter als mit den Überlegungen, die ich dann anstellte, wie, wer bist du denn nun allein? Mit Wolfgang von Herder zusammen war ich immer, dachte ich, ein gutes Paar. Ich war glücklich. Mir war das Leben, hat ihn mir eigentlich in den Schoß gelegt. Weil er eben so unterschiedlich war zu mir. Weißt du, wie viele 100 Häuser ihr zusammen gebaut habt? Also ich habe vor kurzer Zeit mal einen Studenten rangesetzt, der da in einem Monat versuchte, zusammenzukriegen, was wir in den 30 Jahren gemacht haben. Es sah so aus, seine Ziffern, ich konnte ja selbst nicht glauben, dass wir rund 1400 Aufträge hatten, 1400. Und davon sind rund 650 gebaut worden. Und das fing mit kleinen Aufträgen an. Die kleinsten Aufträge bei uns waren 3 Millionen. Sonst hätten wir es in unserem Büro nicht mehr machen können. Wir waren relativ schnell groß geworden. Und wanderten dann auch aus dem kleinen Büro in der Kohlmannstraße zunächst in die Düsseldorfer Straße. Und als die Wende kam, 1989, da waren wir gerade sowas wie, hatten wir gerade so 35 Leute. Und dann sind wir eingewachsen auf beinahe 60 in den 4-5 Jahren darauf. Und Rocker hat das alles sehr gut gesteuert. Er hat mir zu mir gesagt, ich wäre der verlässlichste Mensch in seinem Leben gewesen, weil ich habe nie ihm in irgendeiner Weise misstraut.
Ich kriegte mein Geld wie mein Gehalt überwiesen. Waren wir auch, unterhielt man sich 2 Minuten drüber und dann war es erledigt. Und als ich jetzt dieses Thema, habe gedacht, das wäre interessant, als Architekt auch öffentlich mitzuschnacken beim Städtebaulichen. Und dann, da habe ich also eine Karriere gemacht, die also auch ein bisschen zu damals als Karriere aussah, die mich aber vielleicht eher noch abgelenkt hat von mir selbst. Und zwar war ich mit, wir haben mich einerseits eine Bauausstellung mit vorbereitet und wurde dann der, wie der Senat das nannte, Senatsbeauftragter für diese Baustellung. Und da habe ich sehr viel im Übrigen davon profitiert, dass ich so viele Architekten kennenlernte. Und ich habe, glaube ich, in der Zeit 40 Wettbewerbe juriert oder war Vorsitzender. Und diese Zeit mündete dann in beispielsweise diese 5 Jahre, die ich als Mitglied des Stadtforums noch war. Und diese Zeit genau, das war die, die Wolfgang von Herrn mir übergenommen hat. Da hatte ich also plötzlich so einen großen, ich tauchte auf in der Presse auf, ohne ihn, also solche Kleinigkeiten. Und als diese Zeit jetzt mit der die Baustellung wurde aufgelöst oder abgelöst und nicht durchgeführt bei einem, nach einer Wahl, bei der Hans Stimmern durch die Wahl der SPD, vorher war es die CDU, rankam ans Ruder und mir in einem persönlichen Gespräch sagte, kannst dir einen neuen Job suchen, bei mir wirst du nichts. In dieser Härte ist der Mann damals aufgetreten, dann habe ich auch machen müssen und habe dann noch viel stärker meine bis dahin allein im Sozialsektor liegenden Ambitionen noch viel stärker herausgestellt und nach vorne gebracht. Und das hat mich zu einer Position in Berlin gebracht, in der ich in gewisser Zeit, vielleicht 5 Jahre, eine starke Alleinunterhalterposition hatte als Architekt. War eben dein Neustart. Dein Neustart war, dich klar zu positionieren für Sozialbau. Ja. Da hast du ja auch mehrere Bücher darüber herausgegeben. Ja, dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben darüber. Und ich glaube auch heute noch, dass mir dieses Bauen mit geringen Mitteln, dass mir das gelegen hat. Ich bin ich bin in der Hinsicht auch immer wieder noch ein Kleinstädter gewesen. Damals war das so, als ich aufwuchs, da wurde gesagt, Schulden machst, darfst du nicht, überziehen darfst du nicht, kannst alles machen, kriegst du mehr mein Geld, aber überziehen darfst du nicht. Mhm. Und das hat sich so durchgehalten im Sozialsektor. In den anderen Sektoren unserer Gesellschaft war das nicht so wichtig. Da konntest du gerne bei einem öffentlichen Gebäude mal ein paar hunderttausend überziehen und das hat dir als Architekt nicht geschadet. Bei den Häusern, die ich gemacht habe, war das immer ein großes Kriterium, weil diese kleinen Vereine, die dahinter stecken, auch wenn sie größer erscheinen, aber nehmen wir mal beispielsweise einen Kreisverein des Roten Kreuzes in Wedding. Die brauchen noch nicht mal einen Verein zu gründen, die sind arm. Und das Die beschäftigen sich mit der Verwaltung von wenig. Wenn du jetzt zurückguckst auf die Gesamtzeit, was würdest du sagen, was ist deine wichtigste Leistung im Bereich der Architektur gewesen? Also von all den Häusern, die ich gebaut habe, würde ich heute sagen, ich habe da meine eigene 50%-Regel meistens erfüllt. Meistens 50%-Regel heißt, ich muss immer ein bisschen besser sein, also nur ein ganz klein bisschen besser als der Normal. Bist du dafür gewürdigt worden? Ja, kann man sagen. Also ich habe das Bauen für das Alter, was ich dann später sehr stark forciert habe, da bin ich so weit gekommen, dass ich doch in Deutschland eine Führungsposition hatte, die auch anerkannt wurde, beispielsweise mit diesem deutschen Alterspreis. Oder ich habe andere Architekturpreise auch für gekriegt. Und ich bin
im Ranking von den Architekten in Deutschland für das Thema des Alters ganz oben gewesen, was Einladung für Messe, Eröffnungen und solche Geschichten. Also, ist nicht richtig eigentlich. Ist das nicht schrecklich, wenn jetzt Parkinson zuschlägt, dann fällt das alles ab? Plötzlich ist das Leben vorbei? Nein, das fällt überhaupt nicht ab. Man muss also, das würde ich also nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Weise für mich eine große Rolle gespielt hat, dass ich so eine positive Grundeinstellung zu den meisten Dingen habe, sondern es ist so, dass ich glaube, dass Architekt zu sein immer bedeutet, dass man vielseitig gucken kann, wie man Innovation macht. Die kann ausgehen von der Konstruktion, die kann ausgehen vom Geld, die kann ausgehen von der sozialen, vom sozialen Engagement, von der Demokratisierung oder sonst was. Und das ist mein Thema immer gewesen. Ich habe nie Angst davor gehabt, dass durch, was mir auch immer persönlich passiert, dass das mein Denken, meine Stellung und so weiter sehr beeinflussen würde. Das glaube ich nicht. Du hast vielen Menschen geholfen im Laufe deines Lebens. Viele Projekte unterstützt. Ja, wir haben nur über eins nicht gesprochen. Das ist Rohrlack. Das ist ein ausgezeichnetes Dorf in Brandenburg. Ja, aber da ist doch, da habe ich versucht, für mich, das, was ich als Student propagiert habe, Gleichheit und so etwas, Brüderlichkeit und so etwas, das habe ich da versucht umzusetzen in Praxis. Da habe ich gedacht, das kannst du auch. Du kannst behinderten Menschen eine Heimat bieten, die besser ist als das, was sie sonst haben und die sie befähigt, ein wirklich selbstverantwortetes kleines Dorf zu beleben. Und als diese Chance dann für manche Dörfer in der DDR, in der ehemaligen DDR dann kam, dass sie Anträge stellen konnten, um irgendwas zu tun, haben das wieder auch getan, ich habe viele begleitet. Aber irgendwann kam einer auf mich zu und sagte, Herr Pfeffer, Sie können sich doch mit diesem Kram aus. Was meinen Sie denn für unser Dorf? Ich kannte das doch nicht vorher. Und dann sage ich, ich mache Ihnen ein kleines Konzept. Und das Konzept haben sie im Gemeinderat vorgetragen, war ich gar nicht dabei, und haben gesagt, das wollen wir machen. Und da haben sie dann festgestellt, nach einem halben Jahr, dass alle mein Konzept machen wollten. Ich hatte ihnen drei Alternativen gelassen. Die behinderten Menschen, geistig behinderte Menschen mit schweren Schäden zum Teil auch. Dann eine Blutergruppe und eine Gruppe für schwer erziehbare Jugendliche. Die wollen sie gar nicht. Und das Dorf kam dann zurück zu mir und sagte, wir können das nicht. Wir haben keinen Menschen, der das machen könnte. Wir können es nicht umsetzen. Können Sie uns da helfen? Und da sage ich, eigentlich will ich das nicht. Sondern ich will eigentlich nicht nochmal eine große Aufgabe im Leben so stellen. Und habe das dann ein bisschen klein geredet und habe das dann doch gemacht. Und hat die Bürgermeisterin, die hat im Grunde genommen als Einzige diese dazu geholfen, dass sie plötzlich mit der Mitte eines Dorfes, dass ich die gekauft hatte. Und sollte 18 Arbeitsplätze schaffen für die Teuern. Und das war etwas, was ich dann 10 Jahre durchgehalten habe, dass ich jeden Samstag nach Dorlack gefahren bin, um dort dieses Dorf aufzumöbeln. Und da mir die wichtigsten Gebäude im Dorf gehören, Wege und Plätze dazu, ist bis heute, kann ich nur sagen, durch die Zusammenarbeit aller, die ich da zusammengebracht habe, ein Projekt entstanden, was wirtschaftlich stabil ist, was eine ganz
demokratische, urdemokratische Form von miteinander reden und alles gemeinsam besprechen ist oder hat. Und das ist jetzt, sagen wir mal, wenn ich von all den Dingen, die ich so gemacht habe, den wichtigsten oder wertvollsten Teil, den sehe ich noch in Rohrlack. Hat deine Familie das auch so gesehen? Nee. Mit meiner Familie, meine gute Frau, die hat da eben auch so einen Kram durchgehalten. Sie hat das mitgemacht und hat dafür gesorgt, dass sie alleine dann eben am Wochenende, wenn ich nicht dabei war, mit den Kindern auf dem Hockeyplatz gestanden hat oder Ausflüge gemacht hat aus Berlin raus. Oder Hanna hat hier in dem Sinne die Hälfte mit erarbeitet. Und sie haben alle gesagt, wir wollen das nicht. Ich habe sie versucht, sie mitzulocken, dass im Dorf auch noch ein Pferdebetrieb ist und sie können noch mal reiten oder so. Oder dass ich ein paar Wohnungen mache dann. Aber das ging gar nicht. Ich habe auch kurzer Zeit gemerkt, ich kann nicht in meiner eigenen Kneipe jeden Abend da stehen und ein Bier trinken. Ja, auch nur, wenn ich 2 Bier trinke. Es geht nicht, weil ich immer noch in einer Position dann in dem Dorf bin, die ein früherer Gutsherr hat. Und das wollte ich nie sein. Und da habe ich also verzichtet. Ich habe heute noch kein Bett, keinen Tisch dort. Dieses Rohrlack ist für mich doch eine kleine Traumverwirklichung. Vielleicht von diesem kleinen Jungen, der immer gerne mit anderen Leuten wollte. Bin ich immer mein Leben lang Chef gewesen. Ich bin ja nicht einen Tag in meinem Leben eingestellt gewesen, außer in der Hochschule mal die paar Jahre als Assistent. Aber sonst bin ich immer mein eigener Herr gewesen. Und jetzt, wenn ich an dieses Dorf denke, muss ich jetzt sehen, dass ich das zurücknehme, was ich mal an Einfluss hatte und vielleicht noch habe, damit das Dorf sich ohne mich also auch ganz gut entwickeln kann. Das haben sie auch schon gezeigt. Du warst also der Geburtshelfer. Ja. Und das will ich auch, denn als Gesellschaft fühle ich mich schon. Ich bin ein Ideengeber, ich bin ein Anstößer, ich bin auch ein guter Kommunikator. Der Besuch im Krankenhaus hat dir gezeigt, dass du ein anderer Mann geworden bist. Und ein anderer Mann braucht auch andere Freunde. Hast du darüber nachgedacht? Ja, sogar sehr. Wir werden ja dieses Haus hier auch aufgeben, auch aus diesem Nachdenken heraus. Meine Frau und ich, also wir sind beide der Meinung, wir müssen noch etwas mehr Freiheit haben. Wir sind sehr eingespannt noch und arbeiten noch sehr viel. Und jetzt sind wir beinahe 77. Und wie viele Jahre uns noch bleiben, wissen wir nicht. Aber dieses Nachdenken ist die ganze Zeit da, wie wir das wohl noch einen guten, wie wir noch einen guten Schluss hinkriegen. Ja. Aber die Frage zu den Freunden, haben deine Freunde sich verändert oder sind seine Freunde gleich geblieben? Ja, meine Freunde, das muss ich dir leider sagen. Meine besten Freunde sind gestorben. Sind schon tot. Also mein bester Freund Winfried Preuß, den ich seit meinem 11. Lebensjahr waren wir befreundet. Und waren bis zum Schluss. Und dann ist er in diesen frühen Corona-Geschichten gestorben. Dein Partner ist gestorben? Mein Partner war von Herle, ist vor 5 Jahren schon gestorben. Es ist so, dass ich glaube, dass es wichtig ist, die Gespräche, die man braucht, um einen guten Weg im Leben zu finden, das sind freundschaftliche Gespräche. Die meisten, die mich zum Nachdenken gebracht haben über das, was ich vielleicht nicht richtig sehe oder falsch mache, das sind meine besten Freunde. Und ich glaube, dass das auch die Abgabe des Büros, die Weggabe des Büros für mich bedeutet hat, konzentriere dich auf was Neues.
Setz dich nicht in die Ecke und denk über das nur nach, was du gerne machen möchtest, sondern mach wieder was. Und ich habe jetzt die Malerei einfach wieder erkoren sozusagen. Und ich male jeden Tag, mache jeden Tag Skizzen. Ich habe erst die kleine Gruppe aufgebaut wieder mit den Urban Sketchern. Jetzt haben wir schon 5 Bücher gemacht mit 5 Jahren jedes Mal ein Buch. Und dieses Malen und Zeichnen, das gibt mir nochmal so eine Möglichkeit, auch wieder ganz anders zu verkehren mit anderen Menschen. Und dann meine Hanna, die hat auch immer einen größeren Stellenwert gekriegt, natürlich durch meine jetzt schon vorhandenen Defizite. Und ich möchte gerne, dass dadurch unser Verhältnis nicht so stark auch hierarchisch beeinflusst wird oder also dass nur jetzt ihre Kraft wächst, sondern ich muss auch ein bisschen mithalten und sehen, dass ich noch satisfaktionsfähig bleibe. Und das habe ich also auch jetzt im Gefühl, dass mir das so ein bisschen gelingt. Geht schon. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful and may your songs always be sung. And may you stay forever young.